Dieses Mädchen hat mich in Roblox Pokémon gebannt. Oh Mann. Deswegen werde ich verschiedene Tricks ausprobieren, um in das gebannte Haus reinzukommen. Dabei finden wir auch heraus, welche Tricks funktionieren und welche nicht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Let's go. Dödem, 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 dödem. Leute, ich bin hier gerade auf jeden Fall mal ganz entspannt am Einbrechen in einem Haus, ja? Und hier ist auf jeden Fall kein Mensch, der mich aufhalten kann. Oh Mann, ich bin so ein... Hey, was machst du hier drin? Polizei! Willst du mit mir boxen? Ja, willst du mit mir boxen? Dann hast du dich tatsächlich mit dem Falschen angelegt. Ich bin seit 3000 Jahren ausgebildeter Kung-Fu-Meister in einem tibetanischen... Ja, oder das kann man natürlich auch machen. Verdammt! Okay, Leute, das hat auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Ach, sowas Blödes aber auch. Mann, jetzt müssen wir irgendwie wieder reinkommen, um unseren Einbruch zu vollziehen. Oh Mann, jetzt wo ich gebannt worden bin, ist es auf jeden Fall wirklich schwierig, hier reinzukommen. Aber Gott sei Dank, Leute, guckt ihr nicht das Video von irgendeinem Noob, sondern von Sadie. Und Sadie hat natürlich immer einen Plan, was er macht. Denn Sadie ist ein Kung-Fu-Kämpfer, der seit 3000 Jahren in einem tibetanischen Tempel aufge... Okay, ich laber nur Blödsinn. Gut, let's go! Du wirst es niemals schaffen, hier reinzukommen. Dafür werde ich sorgen. Ich habe nämlich Karate gelernt. Und zwar in den tiefsten Höhlen von... Nanu? Wo ist der denn hin? Die erste Taktik eines wahren Ninjas, um in ein gebanntes Haus reinzukommen, ist natürlich der Person einen Schritt zu verpassen. Okay, nein. Wir müssen natürlich schlau vorgehen. Und zwar unsere Identität wechseln. Mal schauen, ob das auf jeden Fall funktioniert. Und dafür, glaube ich, gehen wir mal ganz kurz in den Rockstar, Leute. Denn da können wir ein bisschen unsere Klamotten und unser Aussehen verändern. Let's go! Ich glaube, sie würde am wenigsten damit rechnen, wenn ich auf einmal eine Frau wäre. Deswegen verwandle ich mich jetzt einfach zum Mädchen. Und wir brauchen natürlich ein paar gute Klamotten, die auch irgendwie in diese Richtung passen. Nämlich, was könnte man denn da nehmen? Okay, man muss jetzt nicht allzu kompliziert denken. Irgendwie so und eventuell noch irgendwie sowas. Ja, okay. Ja, sieht ganz okay aus. Ist auf jeden Fall so ein bisschen blau. Da können wir dazu... Okay, wir können uns ein bisschen blau machen, ehrlich gesagt. Denn dann können wir uns einfach nochmal ganz besondere Haare nehmen. Wie zum Beispiel die hier. Obwohl, meine Lieblingshaare sind, glaube ich, die hier. Jetzt bei Mädels. Jetzt bei Mädchen. Dieses Gesicht, irgendein Gesicht, ja, wir nehmen aber das Gesicht hier auf jeden Fall. Und ich glaube, damit das Ganze thematisch noch so ein bisschen passt, gehen wir noch ganz kurz zum Friseur. Dann gehen wir einfach mal ganz entspannt hier hin und färben unsere Haare blau. Oh ja, Leute, ich sehe schon, wie wir einfach ganz entspannt wieder in dieses Haus reinkommen. Lass es uns ausprobieren. Hallo, wie geht's? Hallo. Wer bist du denn? Ich habe dich noch nie gesehen. Ich bin neu in der Stadt von Brookhaven und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich muss hier mal ein paar neue Freunde finden und deswegen wollte ich dich einfach nur ganz lieb fragen, ohne jetzt, dass ich irgendwie dein Haus ausrauben will oder sowas, weil ich ein 3000 Jahre lang ausgebildeter Kung-Fu... Entschuldigung, ich meine natürlich, ich bin Kanalarbeiter an einem YouTube-Kanal. Verstehst du? Das hört sich alles sehr komisch an, aber interessant. Naja, kannst du mir auf jeden Fall dein Haus zeigen oder sowas in die Richtung? Keine Ahnung, aber irgendwie bist du mir sympathisch. Okay, komm mit. Alles klar, super. Oh Mann. Warte mal ganz kurz. Ich habe irgendwie so einen ganz seltsamen Bug. Ich kann hier gar nicht irgendwie reingehen oder so. Du kannst nicht reingehen? Komisch, das ist aber nur so, wenn du gebannt wurdest. Ich wurde aber gar nicht gebannt. Wir sind uns nämlich noch nie begegnet. Okay, Leute, das sieht schlecht aus. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann haben wir immer noch den Sidekick. Warte mal ganz kurz. Du bist überhaupt nicht neu in der Stadt. Du bist die Person von gerade eben. Du wirst es niemals hier reinschaffen. Guter Trick aber. Oh Mist, ich hätte eventuell drüber nachdenken sollen, dass ich dennoch gebannt bin, auch wenn ich eine andere Person bin. Ich kann zwar sehr austricksen, aber nicht das Bannsystem. Okay, gut zu wissen. Und leider bin ich auch nicht nah genug dran gekommen, um dir einen Sidekick zu verpassen. Das heißt, wir müssen was anderes ausprobieren. Und da habe ich auch schon die perfekte Idee, Leute. Wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz entspannt den guten alten Schlafsack benutzen? Denn der Schlafsack sollte auf jeden Fall immer eine Möglichkeit sein, um irgendwo reinzukommen. Okay, hier ist ein Zaun. Vielleicht wäre es am besten besser, wenn wir es irgendwie versuchen, so hier zu machen. Okay, warte mal. Sie darf auf jeden Fall nicht auf uns gucken. So, okay, Leute, wir platzieren unseren Schlafsack auf jeden Fall mal einfach hier. Und, okay, das sieht irgendwie nicht so wirklich effektiv aus, Leute. Warte mal, ich kann es ja nochmal probieren. Ich würde sie ganz gerne so ein bisschen so rumstellen, dass sie genau so, aber das könnte sein, dass es eventuell ein bisschen zu wenig ist. Aber okay, ich kann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen reinluken, aber ich komme nicht wirklich rein, glaube ich. Okay, Leute, das scheint wohl auch nicht unfassbar von Erfolg gesegnet zu sein. Na gut, dann das Nächste. Als Nächstes würde ich es jetzt einfach mal ganz kurz mit einem Helikopter ausprobieren, Leute. Und zwar bin ich natürlich seit 3000 Jahren ausgebildeter Helikopterpilot. Bin ich eigentlich nicht. Wer bist du denn? Wonach sieht es denn aus? Ich bin ein seit 3000 Jahren ausgebildeter Helikopterpilot. Ah,
Oh Mann, ich wusste gar nicht mal, dass Menschen wirklich so alt werden können. Okay, gut. Pass auf. Erstmal würde ich es gerne selbst versuchen und falls das nicht funktioniert, kannst du es ja mal versuchen, weil du bist ja nicht gebannt. Genau. Wovon redest du eigentlich? Ach, gar nichts, ist nicht so wichtig. Komm hin, steig ein. Ich habe nämlich ein paar Ideen, die man eventuell ausprobieren könnte, um in ein gebanntes Haus in Brookhaven reinzukommen, wenn wir einfach diesen Helikopter benutzen, Leute. Denn wir versuchen jetzt einfach mal ganz entspannt, einfach komplett gegenzufliegen. Okay, wow. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht so gut, wie ich gedacht habe. Wir werden eher so abgeschossen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Zurückgeschossen oder geschoben oder sowas auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir können auch mal ganz kurz probieren, auf dem Dach zu landen. Was ein bisschen dauert, wie ich gerade merke. So, ja. Oh, es wird sogar ein Schatten drauf geworfen. Okay, das finde ich jetzt interessant. Oh mein Gott. Warte mal, der geht sogar durch, aber ich gehe nicht durch. Okay, das ist ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt nämlich aufstehe, passiert dann was? Oh mein Gott. Okay, ich kann scheinbar drauf stehen, aber der Typ hier scheinbar auch. Interessant. Mann, das sieht leider ein bisschen schlecht aus, dass wir von oben rein jetzt ehrlich gesagt nicht so gut reinkommen. Und ich kann ja auch ehrlich gesagt nichts platzieren, um irgendwie reinzukommen. Oh Mann, das ist ganz schön doof. Aber egal. Gut, dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Helikopter einfach mal wieder und probieren es einfach mal ein bisschen anders. Okay, gut, dieser Trick sieht auf jeden Fall nicht so ganz gut aus, Leute. Aber wir können auch mal was ausprobieren, was ich noch nie ausprobiert habe. Und zwar einfach von unten zu kommen. Genauso wie ein Ninja aus dem Schatten. Okay, gut, ich höre damit auf, Leute. Ist ja schon okay. Denn wie die meisten wissen, kann man nämlich in Brookhaven einfach mal so ganz kurz und ganz entspannt Kopf überfliegen. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Und zwar gibt es dann hier, okay, ich sehe sogar ganz genau, wo das Haus ist, weil hier ist auch so eine rote Fläche oder sowas in die Richtung. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss aber ganz kurz wieder gerade werden, damit ich, nein, bitte. Okay. Ganz entspannt, Leute, ganz entspannt. Gut, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, ob das irgendwie klappt. Wenn wir jetzt irgendwie von unten, warte. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen langsamer sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier auch abprallen werden. Und zwar tun wir das. Oh mein Gott. Ja, okay, tun wir. Also es hängt wieder an uns. Aber kann man vielleicht von unten kommen? Warte, das will ich jetzt ausprobieren, weil hier endet irgendwo ja das Ding. Und was ist, wenn wir jetzt einfach ganz entspannt von da unten kommen, sag ich mal, von unter der Map und dann so hoch? Oh nee, okay, das funktioniert scheinbar auch nicht. Oh Mann, sowas Blödes aber auch. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie reinkommen oder so in die Richtung. Aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Naja, gut, Leute, dieser Trick ist wohl auf jeden Fall auch wieder falsch. Das heißt, wir probieren es einfach mal mit ihm als Piloten. Okay, Leute, jetzt sitzen wir in diesem Hubschrauber und der andere Typ fliegt. Und wir gucken mal, weil ich meine, es ist ja ziemlich logisch, dass es nicht funktioniert, wenn ich den Hubschrauber fliege, wenn ich gebannt wurde, dass mein Hubschrauber nicht reinkommt. Aber was ist denn eigentlich, wenn irgendjemand anders den Hubschrauber fliegt? Wenn jemand wie ich den Hubschrauber fliegt, dann kann jemand wie ich den Hubschrauber fliegen. Hey. Abgesehen davon, hast du heute noch was vor? Ich habe einiges vor. Ich muss in ein gebanntes Haus reinkommen. Okay, los geht's. Okay, Leute, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob das funktionieren wird. Mal gucken, ob der Typ ich fliege auf jeden Fall jetzt nicht. Mal gucken, ob er gut genug ist, das zu schaffen. Bitte. Oh Mann, das wäre so cool. Okay, rein. Oh mein Gott, es geht. Oh mein Gott, es funktioniert. Warte. Du musst irgendwie aufs Dach. Oh mein Gott. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass es klappt. Okay, warte. Wir sind jetzt im Haus drin, Leute. Okay, ich befürchte aber tatsächlich, dass wenn ich jetzt aussteige, wahrscheinlich wieder rausgeschmissen werde. Aber so kommt man auf jeden Fall in ein gebanntes Haus rein. Das ist ja voll crazy. Okay, warte. Oh nein, okay, schade. Okay, wenn ich wieder aussteige, dann geht das scheinbar nicht. Aber, Leute, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Hey, du da, heb mich doch mal ganz kurz hoch. So, okay, ich sitze jetzt auf jeden Fall hinten drin. Und jetzt versuch du mal auf dem Dach zu landen, ja? Ganz entspannt auf dem Dach, so richtig landen auf dem Dach, okay. Warte, Leute. Alter, das ist ja unglaublich. Das funktioniert wirklich. Okay, warte. Wir müssen das hinkriegen, dass wir irgendwie hier rauskommen. Okay. So kommt man auf jeden Fall in ein gebautes Haus rein. Aber ich bin ein bisschen eingeschränkt natürlich, weil ich logischerweise, wenn ich rausspringe, dann direkt wieder despawned werde. Kann ich das irgendwie verhindern vielleicht, indem ich irgendwie, keine Ahnung, ein Skateboard oder so benutze? Ich glaube tatsächlich nicht. Aber könntest du irgendein Auto spawnen und ich setze mich da rein? Ich meine, geht das grundsätzlich mit allen Fahrzeugen? Das wäre interessant mal zu wissen. Also wenn ich jetzt auf jeden Fall rausspringe, dann, bupp, genau, dann bin ich oben drüber oder sowas. Okay, gut, das ist natürlich doof, aber kommen wir vielleicht irgendwie auf so ein Motorrad und du kannst so reinfahren? Komm mal runter! Ich bin der König der Welt! Jawohl! Hättest du vielleicht Lust, zum Dank irgendwas essen zu gehen oder so in die Richtung? Nein. Außer du kriegst es natürlich hin, mich da super reinfahren zu können. Okay. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Nimm lieber so ein Motorrad oder sowas in die Richtung. Sowas. Weil ich glaube, damit könnten wir das... Was ist da hinten drauf? Ach, das Baby einfach. Okay, genau. Versuch's einfach mal damit und ich setze mich jetzt einfach mal hinten drauf und mal gucken, ob das funktioniert. Okay, und rein geht's. Los! Wow. Alter, okay, das funktioniert auf jeden Fall wirklich. Man kann scheinbar mit diesem neuen Weg, den ich jetzt entdeckt habe, einfach in das Haus reingehen. Wie cool ist das denn? Hey,
Was machst du denn hier drin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, pass auf, versuch mal irgendwo hier hochzufahren und dass wir den Safe oder so finden. Oh Mann, Leute, wir müssen letztendlich da unseren Einbruch durchführen. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Vielleicht kommst du da nicht so gut hoch. Oh Mann. Oh, ja, okay, das ist ein bisschen unpraktisch. Vielleicht aber auch, weil das Weg im Auto steht. Weil das Auto im Weg steht, meine ich natürlich. Okay, Leute, nach oben gekommen sind wir mit dem Motorrad wohl scheinbar nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es möglich ist. Deswegen, dieser Trick ist steady approved. Okay, Leute, ich habe noch ein paar gute Ideen, die wir ausprobieren könnten. Und zwar, wie ist es, wenn wir ein Haus im Haus im Haus im Haus im Haus... Okay, gut. Wenn wir ein Haus im Haus bauen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das könnten wir auch mal ausprobieren. Denn, Leute, es gibt ja diese neuen oder mehr oder weniger neuen Props. Props an mich auf jeden Fall an der Stelle. okay, gut. Die wir auf jeden Fall spawnen können. Und mal gucken, ob die uns vielleicht irgendwas bringen. Irgendwie sowas wie der Sarg oder wie der Safe. Oh, Leute, wir müssen gar nicht den Safe ausrauben. Wir müssen einfach nur selber einen machen. Lass uns auf jeden Fall ausprobieren, wie es ist, wenn ich einfach ein Haus spawne. Okay, warte mal. Kann ich irgendwas auf der Seite spawnen? Okay, kann ich tatsächlich scheinbar nicht. Oh, ah, doch. Hier kann ich ein Haus spawnen. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Denn ich habe die Theorie aufgestellt, ja. Wenn man ein Haus spawnt in Roblox Brookhaven, dass man einfach durch ein Haus durchlaufen kann, weil man im Haus ja nicht gebannt ist. Außer natürlich in dem Haus, wo man durchläuft. Und das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, so, hier ist auf jeden Fall das Playhouse, aber, okay, da scheint man auf jeden Fall nicht durchgehen zu können. Okay, gut, vielleicht ist es bei dem hier anders. Nee, da wohl auch nicht. Okay, nö, alright, und nö, okay, das bringt auf jeden Fall gar nichts. Na gut, war auf jeden Fall ein Versuch wert. Dann machen wir die ganz schnell mal wieder weg. Pass auf, mein Freund, ich habe auf jeden Fall noch eine Idee, die wir machen können, sozusagen. Und zwar gibt es noch den guten alten kleines Baby mit dem Einkaufswagen-Trick. Und zwar, dafür brauchen wir natürlich logischerweise ein kleines Baby und einen Einkaufswagen, mit dem das natürlich super gut funktioniert und wir diesen Typen einfach mal hier hochnehmen können. Ich glaube, ich habe sogar schon mal einen TikTok darüber gemacht, wie das geht. Und dann ist das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, mit ihm hier ein bisschen loszugehen. Hey, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist super cool, wie fürsorglich du dich um mich kümmerst. Natürlich tue ich das. Let's go! Ich bin auf jeden Fall in deinem Haus drin. Und was willst du dagegen tun? Okay. Ich komme auf jeden Fall aber trotzdem wieder nicht die Treppe hoch. Warte mal, ich muss das ein bisschen anders probieren. Ich muss rückwärts laufen. So, zack. Oh Mann, es ist echt ein bisschen schwierig, das zu steuern, wenn ein anderer Spieler da drin ist. Okay, ich muss rückwärts springen. Nee, nein. Komm, lauf seitwärts. Mann, wieso komme ich denn nicht hier hoch? Haha, du bist ein Noob. Oh Mann, ich darf mich doch nicht einfach als Noob beleidigen lassen. Okay, warte, Leute. Ich krieg das hin. Einfach hier hoch. Oh Mann. Ich glaube tatsächlich, das Problem ist, wenn ich das jetzt so mache, dass wir dann einfach nicht hier richtig hochkommen. Oh, warte. Jetzt war ich gerade oben. Okay. Leute, einmal noch einen kleinen Versuch machen wir noch. Komm schon. Lass uns hochlaufen. Oh Mann. Ach, das ist ja voll dumm. Okay. Dann würde ich sagen, ab ins Wasser mit dir. Hahaha. Ich glaube, hier ist nämlich so ein kleines Secret sogar noch drin. Oh ja, Mann. Hey, wenigstens das können wir uns anschauen. Okay, warte mal. Wenn ich es jetzt hinkriege, irgendwie ihn hier zu platzieren oder so. Da bin ich raus. Tschüss. Oh Mann. Gut, auf jeden Fall. Das funktioniert aber, naja, es ist immer noch ein bisschen unpraktisch für mich. Ich glaube aber, es gibt noch eine Möglichkeit, die besser ist als das. Wir müssen, warte mal, ich kann vielleicht mal was versuchen. Vielleicht nimmst du es ja an, wenn ich hier einfach mal eine Anfrage schicke, ob ich sie auf ihren Schultern tragen kann. Pia! Genau. Ich bin nämlich ein Pferd. Oh Mann, Leute. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ach, das ist ja sowas von doof. Ich kann scheinbar nicht mit ihr auf meinem Kopf irgendwie durch diese Barriere durchlaufen. Aber wie ist es denn andersrum? Wenn du mich auf deinen Kopf nimmst, kann ich dann rein? Vielleicht, aber warum sollte ich das denn machen? Du willst doch sowieso nur meinen Safe ausrauben. Da hast du natürlich recht. Ich glaube, wir brauchen eine andere Person, die uns helfen kann. Und zwar eine gewisse Person, von der ich noch nicht weiß, wer sie sein wird. Aber ich werde sie finden. Lass mich das sein. Was? Ha? Oh Mann, okay. Na schön. Du kannst es auf jeden Fall auch sein. Oh Mann, langsam geht mir diese Sache wirklich auf den Keks. Warte mal, bedeutet das etwa, ich darf dich tragen? Ja, darfst du, aber bilde dir jetzt nicht allzu viel drauf ein. Oh Mann, ich wollte schon immer mal so eine hübsche Frau tragen. Ja, klar wolltest du das. Okay, kannst du mir bitte einfach die Anfrage schicken? Oh Mann, das wird langsam wirklich ein bisschen peinlich. Okay. Oh Mann, Alter, das sieht auch noch so aus, als... Okay, na gut, egal. Wie dem auch sei. Versuch einfach mal reinzulaufen und dann kriegen wir den Safe vielleicht. Okay. Geht das? Jawohl, das geht! Oh Mann. Moment. Okay, hoch. Wir müssen zum Safe. Wo ist in diesem Haus der Safe? Ich weiß es nicht. Okay. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Oh Mann, mal gucken, ob wir den Safe überhaupt finden. Ich habe nämlich tatsächlich selber gar keinen Plan, wo der ist.
Warte, hier irgendwo oder da irgendwo oder... Nee, warte mal. Das sieht gut aus. Pass auf. Wir müssen auf jeden Fall da stehen bleiben. Und ich werde jetzt ganz entspannt mir eine Bombe nehmen und versuchen, den Safe aufzusprengen. So, Moment. Dann platzieren wir das mal hier. Sprengen das in die Luft und zack, nehmen uns den ganzen Stuff mit. Haha, die sind ja leider nicht erkannt. Los, weg hier. Lass uns laufen. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft zu entkommen. Und wir haben den Safe ausgeraubt, obwohl ich gebannt bin. Haha, na, was sagst du dazu? Das ist unfassbar. Na, dann bann ich dich halt eben auch. Mich? Aber wieso denn? Ich habe doch nichts getan. Ich helfe. Ha, das geschieht dir recht. Oh Mann. Okay, Leute, wisst ihr was? Das hat auf jeden Fall zwar funktioniert und wir haben den Safe aufgesprengt bekommen und ich kann nicht mehr aufstehen. Warum auch immer, keine Ahnung. Allerdings, Leute, kennt ihr noch nicht den letzten, effektivsten Trick, den wirklich nur die Ninjas aus dem... Okay, gut. Den wirklich nur die krassesten Leute kennen und benutzen und es ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Wir stellen uns einfach hier hin, konzentrieren uns und nutzen unsere mental-geistigen Fähigkeiten, um Telekinese zu bewirken und die Person, die das Haus gehört, herzuholen. Ja, was ist denn? Was willst du? Ich werde jetzt die Macht der Entschuldigung benutzen. Um Gottes Willen! Was? Ich wollte dir die ganze Zeit nur sagen, es tut mir leid, dass ich deinen Safe ausgeraubt habe. Und ich wollte das eigentlich gar nicht. Also okay, ich wollte es eigentlich schon, aber ich habe jetzt deinen Safe aufgeräumt und will dich deswegen nicht mehr nerven und ist alles wieder gut. Können wir vielleicht Freunde sein? Oh, sowas Süßes habe ich noch nie gehört. Es ist schon in Ordnung. Ich habe mich die ganzen 30 Sekunden dann nur mit der Frage beschäftigt, ob ich ein schlechter Mensch bin oder nicht. Ich wollte deinem Safe nichts antun. Ich wollte keine Bombe in deinem Haus platzieren und es tut mir unfassbar leid. Würdest du mir vielleicht nochmal verzeihen und mich entbannen? Oh, okay, na schön. Ach ja, Leute, das ist doch super. Am besten fühlt man sich, wenn man einfach ehrlich ist. Mann und Scherz, du bist doch gebannt. Ach ja. Was? Nein! Oh Mann, Leute. Okay, wisst ihr was? Manchmal bringt es die Entschuldigung und wenn es die Entschuldigung nicht bringt, dann bringt es nur noch ein Sidekick. Okay, gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Game. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben unten auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!